Schau mal, wir sitzen da beim Heinz und neben mir sitzt der Ernst. Der Ernst macht einen Beruf, den es praktisch fast nicht mehr gibt. Man kann schon sagen, Pferdekutscher dazu, oder? Ja, so in etwa kann man das sagen. Wie viele Leute sind es noch in München, die sowas machen? Das kommt auf die Bauern drauf oder was, weil die verleihen die Pferde für die Veranstaltungen. Hauptsächlich natürlich gerade für die Wiesen halt oder was, oder für speziell halt Geburtstage oder so, oder für besondere Leute. Da machen sie das noch. Also, wenn man bei der Wiesen, beim Wirteeinzug oder beim Trachtenzug wahrscheinlich auch, wenn man genau hinschaut, jedes Jahr, der Ernst, wie lange machst du schon? 22 Jahre. Da kennt man ja immer für die gleichen Leute oder mit den gleichen Pferden. Das ist die gleichen Leute. Wie läuft das ab? Hast du sonst das Jahr über ein mit Pferdl dauernd was zum Dorten? Mal, oder was haben wir damit was zum Dorten, oder was Leonhardi-Fahrten oder der Georgi-Ritt in Traunstein oder was bei einem Bekannten oder was gehe ich bemüht? Das ist ein, also, ja, wann fängt das an? Zum Beispiel jetzt beim Wirteeinzug, da muss man wahrscheinlich schon sehr, sehr früh da sein und die Pferdl irgendwo herbringen, oder wie läuft das ab? Ja, der Bauer bringt die mit die kleinen Tiefladerei. Die Kutschen werden dann bei uns in der Brauerei drum geschmückt. Da wird eingespannt, aber aufgestanden wird ungefähr um 5 Uhr sowas. Da wird alles zusammengerichtet oder was. Da geh ich gerade ins Bett. Ja, mei, da vielleicht sehen wir uns einmal da was, wenn du ins Bett gehst und ich gehe in die Arbeit. Ja, so ist es mir vorgekommen. Das letzte Mal, da war es ja, glaube ich, dann, ja, 7:45, das war auch schon halb noch früh. Hat schon mal richtig duscht, also richtig gerinkt beim Einzug. Ja. 1988, da hat es geschüttet wie Schwein, dass uns Wasser aus den Schuhen ausgelaufen ist. Und dann ist es nicht mehr so lustig, gell? Nein, da ist es nicht mehr schön. Aber man darf über die Uniform nichts anziehen, sonst sieht man es ja nicht. Ist halt schade drum. Wie ist das bei dir? Weil du weißt ja, jeder läuft mit Lederhosen, jeder läuft, gerade die Preisen laufen mit Lederhosen umeinander, die mit Dirndl. Wie ist das bei dir? Hast du das außerhalb vom Oktoberfest, hast du das dann auch an? Ja, teilweise schon, aber weil das ist halt einfach Tradition in Bayern oder was, und wenn man gescheit gewandt hat, dann kann man es ja überall sehen lassen. Man kann auch mit dem ins Theater gehen. Du bist halt einfach angezogen. Ja, so schaut's aus. Das ist die richtige Erklärung für Tracht. Hast du jetzt irgendwas Besonderes an, oder gibt es irgendwelche Sachen, die man Leute raten kann, was nicht, jetzt wenn wir an Mo schauen, was nicht sein sollte, wenn es meiner Lederhosen anziehen zu müssen? Naja gut, man sollte sich keine billige Lederhosen kaufen, sondern eine gescheite halt. Und so wie die Landhausmode oder was, das hat man ja sowieso nicht mehr oder was, oder eigentlich nie gehabt, das war so ein Modeding. Aber ein gescheiter Bayer hat eine gescheite Hirsche nicht. Ein Hirschleder? Und was ich bei dir sehe, da ist auch der Hirschfänger dabei, oder ist das nicht so? Ja, das ist für manche Leute ein Fluchtweg abschneiden. Wie meinst du das? Ja, je nachdem, wer da halt was tut, dann kommt der mal Fluchtweg abschneiden. Der gehört dazu, oder? Der gehört normalerweise zur Tracht oder was, aber offiziell sollte man es nicht tragen, weil es ja feststehendes Messer ist. Aha. Also auf der Wiesn sollte man es normalerweise nicht mitnehmen. Aber es passt ja so schön dazu. Da herinner geht's. Jetzt hast du gar keinen Gamsbartel, warum nicht? Muss er nicht haben, weil der gehört zum Kutscherhut dazu. Und der Gamsbart gehört auch von anderen Huten auf. Und je nachdem, wie groß das halt ist. Wie ist das da mit den Kettel, die da vorne dran sind? Ich weiß nicht, früher, da sind sie. Da, wie heißen die? Das sind Charivari-Ketten. Charivari-Ketten. So, stell mal kurz auf. Kriegt man das als ein Ganzer oder hat sich das mit der Zeit so entwickelt? Das kriegst du nicht als Ganze, sondern das vererbt sich vom Vater auf den, also auf den Großvater. Ist das geerbt praktisch? Ja. Ketten ist vom Großvater noch ein Teil und von meinem Vater. Und was sind das für Sachen, die da dran hängen? Ich sehe da 10. Die sind dann so Bergkristalle, Hasenpfoten, Reh, Kräuen, da dann so Rehgewichterl und eine alte Uhr. Geht denn noch? Ja, völlig.